So. Gut, der ist schon mal etwas ruhig. Haben wir denn irgendwas, was wir werfen können oder so? Ich weiß es ja nicht. Irgendwas, wie wir ihn kreativ töten können. Lass mal Penke das so. Natürlich ist das Ding zu, es ist ja auch so klar. Du könntest doch da durchzwängen, oder? Ach ne, Moment, das sind Metallstreben. Ja, okay. Ja, werde ich. Werde ich. Was ist mir denn mal? Um ihn kreativ auszuschalten. You are doing so well! You have to go and spoil it! You don't know when you're lost, do you? Haben wir ihn erwischt? Ich hoffe doch. Ah, sieht besser aus. Wow! So, traut sich der Typ endlich mal raus. So, Ruhe. Er hält dich noch fest, würde ich auch machen. So, das sieht doch schon mehr einer Leiche ähnlich. Wir sehen auch aus wie ein Schweizer Käse, ey. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. Ah, Becker. Sehr schön. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Oh, shit. There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crachá Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Oder auch nicht. Thomas, du fieser Puh! Scheiß Taser. So. So, jetzt Beeilung, dass wir am Bäcker rankommen. Und Victor sollte auch noch seine Packung kriegen. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. Außerdem ist es der einzige Weg, schnell wegzukommen. Also wirklich schnell wegzukommen. Natürlich kannst du auch wieder das andere schnell weg, aber noch ein Spielzug. Flughafen, Pirata. Dann halt nicht. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. Das hat ja lange gedauert. They were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Als Gepäckstück.
Ne? Ruhe, so. Yeah, jetzt liegen wir richtig stylisch hier. Ach, tu jetzt nicht so, als wärst du tot. Wir sollten aufstehen. Fuck. So, ist ein weiteres Gepäckstück weiterhin durch der Durchreise. Ach, hört's auf. Wie langweilig. So. Aufstehen und nicht mehr das Band verlassen. War aber cool. So. Können wir da drauf? Nein. Müsste sogar das letzte Kapitel sein, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir, vor allem wenn wir auch den Prolog wissen, dass wir halt immer am Flugfeld halt eben enden. Also das heißt, das kann jetzt wirklich nicht mehr so viel sein. Wir sind schon 1 Stunde 30 Minuten am Aufnehmen. Also ich glaube, innerhalb von 2 Stunden müsste die Session beendet sein. Abspann und so noch nicht mit einberechnen, aber ich glaube, ich werde nicht länger als eine halbe Stunde für dieses Level brauchen. Das wäre doch irgendwie ein bisschen verwunderlich. Ja, dann haben wir auch noch... Homo! Die anderen haben auch nicht so lange gedauert. Und hier ist doch irgendein anderer Sack. Boah, Gott, wir sind gut verletzt, ey. Und wir haben kaum noch Leben. Noch irgendwer? Wir haben gut sogar endlich mal Ruhe. So. Huch. Ich spiele weiter, ja. Will ich schon machen. So. Bin ich auf Escape oder sowas gekommen? Oh, Painkillers. Die brauchte ich jetzt auch. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty free and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Im Grunde habe ich ja eigentlich das Interesse, dem Typen mal so richtig im Nahkampf wieder einer reinzuscheuen, aber mit meinem Leben würde ich das auch nicht tun. Toll, wir haben kaum noch Muni. Wird ja immer besser hier. Lass diese Typen nie weggucken. Wenn wir jetzt rauskommen, wird er uns sowieso instant merken. So, wir rutschen jetzt erstmal die Treppe noch runter. Oder auch nicht. Ich brauche die Waffe. So. Aber wir sind richtig in Probleme bald. So, einer weniger. Und unsere Blitzheim hat sich irgendwie nicht aufgefüllt. Ich brauche unbedingt Penke. Das unbedingt. Painkillers. Ja, jetzt trauen sie sich, ne? Jetzt trauen sie sich. So. Warum kommt die Kamera auf seinen Kopf, wenn ich ihn, glaube ich, in die Eier geschossen habe? Zumindest grob geschützt waren es die Eier. So. Machen einen Abgang. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. And private. Okay. G6 Kommando, da kommen wir nicht durch. Ja, irgendwie war das klar. Kann inzwischen schon Türen ansehen, ob die irgendwie funktionieren oder nicht. Der auch nicht. Ja. Der auch nicht. Ja. Oh. Schon wieder eine Toilette. Na, ja, oder Umkleideraum, das würde das eher treffen. Pink. Killer, haben wir hier noch was? Ich muss mal sagen, wir was trinken. Ach egal, irgendwie in der nächsten Cutscene. Wobei die nächste Cutscene sowieso wieder eine Szene sein wird. The fuck. Chaos and guns. I might have known you'd turn up. Sorry. Heading home? Oh, I am here to pick up my daughter, but I imagine she's stuck on the plane. What are you up to? I don't know. Trying to make a difference. Giving back. Yeah, that's what you call it.
Take care. Yeah. Judgment with a smile. You can't beat it. Wird auch immer besser, der Typ. So, da kam ich durch hier. Nothing was back here. I had to get to where the action was. Dann hier durch. Ah, Painkiller. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Ne, komme nicht durch. Oh yeah. So hier durch. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Oh yeah. Das war, glaube ich, die Trailermusik sogar, die jetzt gerade spielt. Deswegen bin ich jetzt auch gerade ein bisschen ruhiger. Wir haben sogar eine blutende Wunde auf unserem Rücken. Also man kann sagen, was man will, aber ich muss sagen, echt, Rockstar macht in ihren Spielen so viele kleine Feinheiten rein. Das finde ich echt schön. Oh ne, der Sack hatte ja noch einen Helm. Ja, steh ruhig wieder auf, mein Freund. So. Einer weniger. Er hatte auch einen Helm. Komm. Nächster bitte. Zeig dich. Hup. So. So. Oh. Da ist der Airport. Wo schießen die jetzt schon wieder? Ach, da. Weg mit dir. Ah, da sind wieder welche. Und tschüss. Ach, komm. Nein! Wow. Fahren wir wieder alle. Toll, wir hatten ja die automatischen 9mm, das ist natürlich doof. Ah, hat man. Wir haben nur 10 für die Kommando, sehr gut. Können wir ein bisschen nachladen. So, oben gehe ich mal nicht entlang, ich bleibe lieber unten. So, ruhig. Nein, ich gebe nicht auf. Einer weniger. Uah, da muss man ja schon richtig hier aimen bei so kleinen Leuten. Aufstehen, Junge. So. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Einfach mal Drogen nehmen, während man gerade am Schießen ist. Das ist immer gut. So, Schmerzmittel benutzt. 250 Stück. Yeah, bitch. Give up now, now.
So, ich glaube Ruhe. Jetzt haben wir keine Gegner, die Musik wird leise. Munition. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. Ja, wir sind dabei. Aber wieder ein Sicherheitstier natürlich. Man bleibt ja nicht außer Übung.